Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute einen kleinen Rezeptguide präsentieren. Und zwar bin ich so ein bisschen dran, die ganzen Rezepte, die ich von meinem Main-Char noch brauche, zu sammeln. Und da habe ich eins gefunden, was ein bisschen trickier ist. Und ich dachte mir, ich habe das jetzt rausgesucht und will ein kleines Video drüber basteln. Und zwar geht es heute um das Schmiede-Item Lodernder Flammenrapier. Dafür brauchen wir ein Rezept und dieses Rezept finden wir in einem Schatz. Und bevor wir an den Schatz wiederum rankommen, müssen wir erst so ein Elixier farmen, dass wir uns quasi von der Lava, wo der Schatz drin liegt, saven können. Sonst können wir nämlich das Ding nicht aufmachen. Und wie wird das funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir sind nämlich hier einmal in der sengenden Schlucht. Das ist quasi hier die sengende Schlucht. Und da bin ich jetzt bei den Koordinaten 47, 47 vor dieser Höhle hier. Und da fliegen wir jetzt quasi rein. Und wenn wir in der Höhle drin sind, dann haben wir hier einen Haufen Feuerelementare. Also quasi diese komplette Höhle ist Feuerelementare. Und die müssen wir umboxen, bis wir ein Item kriegen. Und zwar dieses Lavaöl. Das ist quasi ein Trank, der uns ein paar Sekunden gegen die Auswirkungen von Lavaschaden quasi schützt. Heißt, ihr geht da rein in diese Höhle und tötet da die ganzen Feuerelementare drin. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, vielleicht 50 Feuerelementare umgeboxt hatte es. Das hat etwa so eine 1%ige Drop-Chance, also ein paar müsst ihr schon umhauen. Und sobald ihr das Öl habt, können wir zu der Schatzkiste gehen. Und zwar ist die ein paar Höhlen weiter. Und da müsst ihr nämlich hier rein. Das zeige ich euch auch nochmal auf der Karte. Hier sind wir jetzt bei 41,54. In diese Höhle müssen wir rein. Und wenn wir da reinfliegen, müssen wir quasi hier auf die Brücke. Und dann müssen wir quasi dieses Öl ziehen, hier unten. Ah, warte mal, das müssen wir hier einmal. Ah, ne, wir müssen es oben ziehen. Jetzt bin ich schon runtergesprungen. Shit. Wir müssen das Öl oben einsetzen, aber ihr könnt, ich habe das vorher schon ausprobiert, bevor ich jämmerlich gestorben bin, könnt hier irgendwo rauf. Seht ihr das? Hier ist so ein kleines Podest. Also, wenn ihr jetzt den gleichen Fehler gemacht habt wie ich, ihr müsst erst das Öl einsetzen, weil man das casten muss. Und jetzt habt ihr 30 Sekunden ein Schild. Und jetzt könnt ihr in der Lava schwimmen und haben hier diese Kiste und könnt es einsetzen. Also, wenn ihr das macht, setzt es vielleicht oben ein. Ihr habt gesehen, 10 Sekunden muss man das casten. Und wenn ihr einfach so runterspringt, dann bricht euch die Lava immer ab. Und ja, wenn ihr es vorher einsetzt, könnt ihr die Kiste aufmachen, kriegt euer Rezept und könnt es dann dementsprechend einsetzen. Das hier ist quasi das neue Rezept, ne? Das alte Rezept, das man in Anführungszeichen in Classic farmen konnte, hat Blizzard herausgenommen. Das konnte man nicht mehr holen. Jetzt kriegt man quasi diese Vorlage über das neue Rezept. Das haben die jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich mit Cutter oder irgendwann geändert. Und ich habe es mir jetzt erst quasi gefarmt. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Video. Wir lernen das Ding jetzt. Und dann können wir auch nochmal gucken, wie das aussieht, falls das den einen oder anderen interessiert. Lodernder Flammenrapier. Halt, das ist das Falsche. Das hier ist es. Also, das ist quasi ja, eine Waffe, die schon mal so eine Feueraura um sich rum hat. Ist auf jeden Fall ein ganz nettes Ding und ja, wieder ein neues Rezept, das ich quasi jetzt mehr habe. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Teller, bis dann. Ciao.